Recht herzlich willkommen zur 223. Folge von City Skylines. Ja, Transport. Wir waren letztes Mal unterwegs mit den Taxis. Da müssen wir nochmal reingehen. Nee, bauen wollte ich keine. Ich wollte mir gerade auch die Übersicht ansehen. Hier. Weil, jetzt kommen 3,88 Euro doch tatsächlich rein und das ist ja nicht so dolle. Wir müssen mal gucken. Wir haben ja hier zum Beispiel mit den Bussen und Bahnen negativ, 1449. Irgendwie müssen wir das alles optimieren. Ich stelle mir gerade die Frage, ob unser Problem auch daran liegt, dass wir vielleicht zu lange Strecken haben oder sowas, ne? Das ist also Bus, das ist, glaube ich, Straßenbahn. Ja, da ist ja oben hier in der Mitte so ein Zeichen dran, da sieht man schlecht, aber ist da der Stromabnehmer. Das wird die U-Bahn sein, das wird die Bahn sein. Schiff und Flugzeug. So, Schiffe sind gerade wieder negativ, die hatten wir letztens noch positiv. Die Bahn nimmt ganz wenig ein. Also ist ganz schlecht. Ja. Hier geht's mal gerade ein bisschen hoch mit 39, weil die ja jetzt wahrscheinlich auch erst ihre Fahrgäste haben. Ja, müssen wir mal gucken, was wir da jetzt machen, ne? Also die U-Bahn rentiert sich. Und die Bahn, genauso wie die Busse, sind unser Malus. So, jetzt muss man nur gucken, was wir da machen. Also erstmal die Bahn, ne? Sollten wir mal gucken. Wir haben nur eine Linie. Ne, wir haben gar keine Linie. Okay. Das heißt, wir bezahlen momentan die Bahnhöfe und es fährt niemand, ne? Das ist unser Problem da. Deswegen kassieren wir da auch nichts, ne? Okay. Das würde bedeuten, man muss den auch aktivieren wieder, damit die auch fahren, ne? Schwierig jetzt. Das ist jetzt definitiv ein Personenbahnhof, ja. Ja, der ist aber an. Wieso ist denn da? Achso, das ist daneben das Symbol, alles klar. Da ist ein Taxistand, der kann aber definitiv dann jetzt auch an, wenn wir Taxi wieder fahren wollen. Ja, und der Taxistand, das ist jetzt der mit den 5 wartenden Plätzen. Und ja, der muss da sein, damit hier Leute einsteigen können. Sozusagen das Ziel. Jetzt ist einer da. Wird aber auch gar nicht angezeigt, aber der steht doch davor, oder? Das ist ein Sportauto. Okay, sieht aus wie ein Taxi. Der steht im... Naja, ist jetzt auch egal. Ja, gut. Jetzt ist die Frage, wo die Taxis sind und ob sie es rentiert, ne? Jetzt müssten wir mal gucken, ob wir noch irgendwo mehr... Was haben wir hier noch für an Dingen? Das ist eine Arztpraxis. Wir haben gerade 3500, also... Jetzt irgendwas zu aktivieren wäre jetzt auch nicht so sinnig, ne? Was kostet so ein Taxistand im Unterhalt? 8 Euro die Woche, okay, das ist ja nur nix. Das kann man sich mal leisten, ne? Da können wir alle Taxistände, wenn wir dann welche haben. Das sind Strom. Sag schon, Windkraftanlagen, da auch. Das ist ein Krankenhaus deaktiviert. Was ist neben dem Krankenhaus? Eine Arztpraxis. Ja, da müsste man mal ein bisschen schlauer überlegen, ne? So vom Bahnhof zum Beispiel zum Krankenhaus wären mit einem Taxi vielleicht so Verbindungen, die sich rentieren würden dann, ne? Das ist das Solarkraftwerk. Haben wir hier irgendwie was? Was ist das? Das ist der Bahnhof jetzt. Der ist deaktiviert. Was kostet der? 480 waren das, ne? Ja, komm, den machen wir jetzt mal auf und gucken, was da passiert. Hier ist noch ein Taxistand für 8 Euro, den können wir definitiv auch anmachen. Ja. Wo ist was deaktiviert? Das ist immer die Frage, ne? Hier, das sind die Mülldeponien, die da alle ziemlich deaktiviert sind. Gucken wir mal gerade rein, ob irgendwo einer nicht blinkt, aber die blinken alle und die anderen sind alle glücklich und zufrieden. Hier waren wir und haben den Taxistand gemacht. Und das ist hier der Bahnhof, ne? Auch, und den haben wir deaktiviert. Was haben wir denn für Geld? Steigt gerade. Komm, zack. Machen wir den Bahnhof auf. Steigert auch die Zufriedenheit der Leute, wie wir gesehen haben, ne? Hier ist Big am Brennen. Gibt es auch schon irgendwie eine Feuerwehr, die da ist? Achso, da steht sie. Ja, ist da. Okay. Die haben hier geringe Bodenrichtwert, okay. Die auch. Ja, da kann ich jetzt auch nicht viel. Lassen wir so.
Hier werden schon Leute wieder nicht abgeholt. Ist irgendwo ein Friedhof hier in der Nähe voll? Oder fehlt hier einer? Da müssen wir mal schnell gucken. Da ist da ein Krematorium, da ist ein Friedhof. Ah, hier ist es wirklich schlecht, dass da einer ist, ne? Ja, komm, dann machen wir das mal so, dass wir hier, müssen wir zwar was abreißen, aber bauen da noch einen hin. Macht anders keinen Sinn. So, da ist noch alles. Hier kann man ja auch sehen, was deaktiviert ist. Da ist der Friedhof und da sind noch alle schon am Schimpfen. Okay. Von da kommen wir. Warte mal. Machen wir mal so. Keine Ahnung, was das da gerade ist. Hier ist noch was, da können wir noch was machen. Warte mal, das machen wir mal aus. Was ist das? Das Taxidepot. Das kostet 80 die Woche. Das nehmen wir definitiv auch. Das lohnt sich ja auch. Und was ist das? Das ist ein Bahnhof, ne? Da wir da unten gerade eine ziemlich hohe Summe haben, machen wir das auch mal an. Nur wir haben keine Linien dafür eingestellt, gehe ich von aus. Das sind alles keine Taxistände oder so. Hier muss kein Platz mehr, da muss was passieren beim Friedhof. Das sind hier unsere Windkrafträder. Da ist eine Arztpraxis wahrscheinlich. Eine Sauna. Eine Arztpraxis. Komm, machen wir die Sauna mal an, oder? Der Arzt. Komm, geht auch. So, was haben wir hier? Das ist das Windkraft. Das ist eine Arztpraxis. Machen wir jetzt nicht. Nochmal Windkraft. So, hier haben wir das Schiff. Der Hafen. Wie ist denn die Bushaltestelle? Hier kann ich das irgendwo sehen. Hier kommen wir. 302 die Woche. Okay, und nicht Schule. Da wollte ich. Taxi nicht, sondern Bus. Und Haltestelle. Haltestelle zum Verlegen ziehen, ne? Ja, müssen wir mal gucken. Aber wenn man hier einzelne Linien sehen könnte, welche sich rentiert und welche nicht, ne? Das wäre schon besser, oder? Buslinie 7 rentiert sich wahrscheinlich nicht, weil nur 13 Fahrgäste. Ja, dann muss man sowas zum Beispiel machen, dass man da mal guckt, ne? Ja, welche Farbe nehmen wir denn da mal? Nehmen wir mal die rote Linie, damit erkennen wir die sofort. Die jetzt nur rot. Wenn, dann sehe ich sie nicht. Da ist eine rote Linie. Gut, die rentiert sich nicht, diese Linie. Wegen nur 13 Fahrgäste. Ja, das ist die Linie auf jeden Fall. Was machen wir da jetzt mit? Gute Frage, ne? Was machen wir mit dieser Linie jetzt? Ja, das machen wir wieder weg. Wo geht die lang? Vielleicht ist sie doch besser rot gelassen. Dann sehe ich sie auch, wo sie lang geht. Warum fährt da keiner mit? Das ist, also hier können sie für Straßenbahn übersetzen, ne? Nehmen das hier alles mit. Hier ist auch Straßenbahn. Also dieses Stück ist jetzt nicht erschlossen und dieses Stück ist nicht so erschlossen. Ne? Das ist wahrscheinlich auch das Problem da dran. Ne? Tendenziell würde ich jetzt sagen, machen wir die doch einfach dicht. Oder ein Fahrzeug weniger fahren lassen.
Ja, komm, zack. Lass mal nur noch einen Bus erstmal fahren und dann gucken, was mit der Sache passiert. Und wenn die da irgendwann ausgestiegen sind, jetzt ist die Frage, wer, wenn, wo, da, den. Wer geht wann weg? So ist die Frage. So, die hat 30, die hat 4. Die hat 5, die hat 4, so. Da stehen drei Gäste. Das nächste ist dieser Tag-Nacht-Zyklus, ne? Was machst du damit? Wo sind schon 8 drin? Ne? Weiß nicht, wo es mit den 5 ist. Wartet der, bis der ist, damit die umsteigen können oder was? Keine Ahnung. Okay, der fährt da jetzt gerade an der Bushaltestelle vorbei oder was? Hm, der fährt jetzt so lange, bis die 5 ausgestiegen sind und dann verschwindet der. Das wird sein, oder? Oder der nimmt die mit ins Depot sogar. Sieht ganz danach aus. Und die 5 Gäste, die müssen dann vom Depot wieder zurücklaufen. Hammerhart, das Spiel. Ja, der fährt tatsächlich, ich glaube, jetzt ins Depot oder so, keine Ahnung. Weiter Weg dahin, oder wie? Das war in einem Kreisverkehr, glaube ich. Ich glaube, dahin ist er unterwegs. Ja, jetzt fährt er hier runter. Nee, er macht eine Stadtrundfahrt nochmal. So zum Abschied oder was? Ist ja der Hammer, oder? Was ist denn das hier für ein Spacko? Der drängt alle ab oder so? Der Trecker, der ist ganz schnell unterwegs. Was passiert hier? Hä? Weiß auch nicht, was der Bus vorhat. Ist bestimmt ein Terrorist drin, ne? Tut gerade Geisel nehmen. Da sind die 5 da drin. Ah, hier fährt er jetzt runter, oder was? Keine Ahnung, wo der jetzt hingefahren ist. Oder hinfährt. Fährt er hier runter? Okay. Ist die Frage, wo links? Ich glaube, er fährt nach links. Da war das Bus, ein Busdepot. Dann fährt er dieses große da, oder was? So, da sind wir in dem anderen Bus, sind auch schon 11. Hat er jetzt ein Drittel voll. Na, wird's denn noch was? Eine Ampel? Ja. Ja, lange Rotphase, ne? Hier rechts ist gleich das Fußballstadion, oder? Noch nicht mal. Wir sind ganz woanders. Da weiß keiner, wo der jetzt hinfährt, oder was? Da ist die Müllgegend. Ich weiß jetzt nicht, wo das Depot ist, wo der hin will. Hier da oder was? Naja. Der hat jetzt 4, kriegt gleich 8, vielleicht auch 12. Müssen wir mal gucken. Sechse. Interessant, dass da jetzt
Achso, sind welche ausgestiegen, wieder eingestiegen. Das kann sein, ne? Macht ja auch Sinn, ne? So, er müsste jetzt ja dann da sein, ne? Ist er auch. Jetzt verschwindet er hier. Nicht mal hoffen. Nicht so wirklich. Mach mal zu, neu auf. Vielleicht ist es dann erst wieder da. Dass nur einer noch drauf ist. Genau so sieht's aus. Also der fährt jetzt hier lang. Hat sechs Fahrgäste. So, lass uns die nächste Linie angucken. Die machen wir jetzt mal grün, damit wir dort auch sehen, wo es ist. So, wie viel? Ach, die grüne Linie. Doch, ist jetzt die grüne Linie, ne? Da sind auch zwei Busse drauf. 7 und 7. Zack, bedeutet, wir machen da auch nur noch einen Bus drauf. Den lassen wir dann auch fahren. So, dann gibt es hier einen mit 21. Das seht ihr dann schon. Ist ja schon zu überlegen, wie wir da so fahren, ne? Machen wir den mal auch andersfarbig. Sagen wir mal hier gelb. Und gucken, wo das ist. So, da ist einer. Ja, aber da fahren kaum Leute, ne? Hier sind auf jeden Fall drei Busse. Das bedeutet schon mal einer zu viel. Zwei reichen da aus. Guck, dann sind wir da auch schon einen Schritt weiter. So, nächste Linie kriegt auch noch eine neue Farbe. Hier so ein schickes Lila da oder sowas. Pink, keine Ahnung. Und da gucken wir mit 36. Sind wir da unterwegs mit drei Fahrzeugen. Da reichen dann auch zwei Fahrzeuge. Der sind schon 22. Wenn das natürlich jetzt hier stimmt, dass die da alle mitfahren wollen, ne, dann brauchen wir nicht reden. Dann sind hier zu wenig Fahrzeuge unterwegs. Aber das kann ja nicht sein, oder? Lass mal gerade so. Ja, ist voll. Das heißt, diese Linie müssen wir definitiv verändern, weil hier ja zu viele sind. Die müssen das splitten. Weil hier wollen ja wohl viele mitfahren. Und haben jetzt schon die Nase voll und gehen wieder weg. Wo sind wir denn jetzt hier? Wo wollen die hin? Das ist die Frage. Also hier stehen jetzt ganz viele Leute. Wo sind sie jetzt da? Nee, das wollte ich jetzt schon mal nicht machen. Und hier ist dann auch so ein Stau. Das ist das nächste Problem, was hier gibt. Vielleicht sollte man hier eine Spur, Bus- und Taxispur anbieten. Das würde vielleicht auch noch was bringen hier, ne? Aber ich muss erst mal gucken, was das für eine Straße ist. Jetzt habe ich hier den Blickwinkel noch ändern. Das war falsch. Das ist richtig. Das ist eine vierspurige Straße mit Bahn. Kann man das so hier austauschen, aber dann bleibt dann die Dingens, die Straßenbahn da? Das ist die Frage, ne? Wenn ich das jetzt austausche für die Busspur mache, dann ist die Straßenbahn weg. Super, das hat dann geklappt, ne? Also das hat uns dann auch nicht weitergebracht, ne? Ja, jetzt ganz toll geworden. Das war jetzt doof, ne? Und jetzt haben wir hier, wie man sieht, eine Strecke nicht angeschlossen, oder wie?
Ja, kommt das wieder oder kommt das nicht wieder? Ist jetzt wieder weg. Die Linie hat sich wieder gefunden. Dann ist ja schon mal gut. Aber das ist jetzt doof hier mit der Bahn, ne? Ich hätte jetzt hier noch, das müssen sie noch mal machen, ne? Dass ich jetzt hier so eine Taxispur noch dabei habe und Busspur. Da reißt natürlich auch noch alles ab dann, wegen vierspurig und so, ne? Ja, hier kannst du es zum Beispiel einführen, ne? Ist nur die Frage, ob hier eine Bahnlinie lang geht, ne? Eine Buslinie lang geht. Noch nicht mal. Bringt das so gut wie gar nichts. Das hat ja gut geklappt, ne? Muss in die Buslinie. Da, dann kann die auch da lang fahren und hat dann da ein bisschen Vorfahrt. Finde ich noch nicht mal gut, ne, dass es sowas gibt dann. So, die Lieder da verschieben wir jetzt ganz einfach mal. Auf dem Stück gibt es noch nicht mal eine Haltestelle, oder wie sehe ich das? Ach, das ist ja auch ein Tunnel. Macht ja auch mehr Sinn, wenn die nicht durch den Tunnel fahren, sondern da lang fahren, weil die dann auch noch da ein- und aussteigen können, ne? Ja, okay, das ist natürlich noch viel Handwerkskunst, die wir da betreiben müssen. Gucken wir nochmal rein. Pff, zig Leute hier hinten, nix, da vorne alles. Die Frage, wo die alle hinwollen, ne? So, da sind ganz viele, da sind ganz viele. Und die nächste ist dann da. Ach, die wollen alle wahrscheinlich hier hin, ne? Ja. Und da kannst du jetzt gar nicht hier so schnell wieder weg, ne? Aber dieser Schlenker hier hinten, der ist ja schon mal dann über. Beziehungsweise kann man machen, aber machen wir zwei Linien raus. Dann machen wir jetzt den mal hier weg. Die weg. Die weg. Und die auch weg. Und den kann ich wegnehmen. Aber die Strecke fährt trotzdem noch da lang. Unglücklicherweise muss dieser Bogen gefahren werden. Und wahrscheinlich auch der Bogen muss gefahren werden. Ja, das soll ja auch so sein, weil die da alle befördert werden müssen. Aber dann können wir hier einen Fußweg anlegen irgendwie. Dann könnte man vielleicht hier drehen, aber wenn wir hier dann eine Bushaltestelle hinmachen, das wird funktionieren, oder? Wo drehen kann man denn hier drehen? Das ist eine tote Stichstraße hier, oder wie? Dieses Gebäude wegreißen einfach. Bringt's das jetzt? Ich glaube nicht, oder? Also das ist ja eine schäbige Strecke, ne? Kann man irgendwas ändern hier? Also hier jetzt da noch die Straße verbinden würde Sinn machen. Ja komm, reiß das hier mal ab.
Acker raus. Abgerissen. Und am besten nur eine Busspur hin, ne? Geht das? Was ist das jetzt? Am Mautstellen, okay. Da gibt's nix. Ach, das läuft dann nur hier lang. Geht schon mal nicht. Weil da ein Pfeiler wahrscheinlich steht, ne? Geht auch nicht. Hier wird's hingehen. Hier mag er nicht. Ja, kannst du ja nur noch da ziehen, ne? So, dann gucken wir mal nach dem Bus. Wo ist das Bushaus denn jetzt? Na, er weiß noch nicht mal, wo er das hier lang fahren soll, oder was? Ach, da ist noch eine Bushaltestelle, alles klar. Dann zieh die mal weg. So, wo stehen so viele jetzt? Hier stehen schon viele. Hier stehen auch viele. Und da stehen ein paar. Ja, komm, dann müssen wir jetzt hier noch ein neues, eine neue Linie zaubern. Hier ist schon mal was. Hier war doch sowieso irgendwo. Wo war denn hier eine Bushaltestelle? Ach, wenn du die Linie sperrst, dann ist auch die Bushaltestelle weg. Kann das sein? Okay. Die Linie funktioniert ja noch. Dann würde ich sagen, machen wir hier noch eine hin. Da eine hin. Dort eine hin. Dort eine hin. Da eine hin und dann schließen wir da wieder. Dann ist diese jetzt, die pinke ist jetzt ein bisschen kürzer geworden, aber Sinn hat es jetzt auch nicht gemacht, ne? Glaube ich. Können wir nochmal angucken, da stehen immer noch hunderte von Leuten jetzt. Allerdings sind jetzt nur noch zwei Haltestellen dazwischen, die so schlecht besetzt sind, ne? Und zack, kannst du nur die Fahrzeuge raufsetzen, ne? Erstmal. Irgendwo steigen die ja aus und das müsste hier sein, genau. Da müssen sie halt leider lang fahren, ne? Das ist halt der Rückweg. Und hier wachsen sie jetzt auch sogar. Dann lass mal die 11 Fahrzeuge da fahren. Ich glaube, das muss auch jetzt so viel sein, dass die da abgebaut werden. Ja, aber ich gehe mal von aus, ne? Wir sind schon wieder bei einer halben Stunde. Wir machen erstmal hier eine Pause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.